Am nächsten Tag ist es auf der Wache Köln-Mülheim mit der Ruhe für Stefan Sindera und Christian Reuter vorbei. Gleich drei Personen beschuldigen sich gegenseitig der Körperverletzung. Oh, sehen nicht gut aus. Nee, ist auch nicht. Wie gesagt, die beiden Herrschaften hier mit dem Kinderwagen, die gehören noch dazu. Das Kind am Fest. Ja, wenn du mir mal die... Ja, wer Frauen schlägt, ne? Schön. Ja. Schön wäre mal... Entschuldigung. Hallo. Hallo. Schön wäre mal zu wissen, wer sind Sie? Mein Name ist Ralf Auring, ich bin Security-Mitarbeiter hier im Einkaufszentrum und habe halt mitbekommen, wie er seine Frau angepackt hat und bin dann dazwischen. Er hat mich überhaupt nicht angepackt. Ich habe die gar nicht angepackt. Die haben mich angegriffen, ich habe sie verteidigt. Ich habe sie verteidigt und dann haben sie es angepackt. Also erzähl ich so ein bisschen, bleiben Sie bei der Wache. Bevor wir die großen Diskussionen im Flur haben, würde ich sagen, Herr Augenring, Sie gehen mit dem Kollegen mit und ich kümmere mich um Sie. Ne? Wollen wir auch die kleine... Ist alles gut? Mit dem Kind ist alles in Ordnung. Mit dem Kind. Ja, dann kommen Sie mal bitte zu mir. Ja. Und wenn Sie, bitte in das Büro. So, nehmen Sie mal Platz. Setzen Sie sich bitte links. Sie können sich dann hier hinsetzen. Ich bin sofort wieder da. Einen kleinen Moment. Und Sie sind der Ladendetektiv oder Sicherheits... Ich bin in der Security tätig. Ich hatte gerade Feierabend, deshalb habe ich mich umgezogen. Habe dann aber draußen noch auf dem Parkplatz einen Kaffee getrunken, eine Zigarette geraucht. Habe dann beobachtet, wie die beiden Herrschaften draußen einen lautstarken Streit hatten. Der Mann auf die Frau richtig angepackt hat, ein bisschen geschüttelt hat. So, das sah nicht lustig aus. Dann bin ich dazwischen, habe die Frau angesprochen, ob mit ihr alles gut ist. So, er hat das wohl falsch interpretiert, ist direkt auf mich zu, mit körperlicher Gewalt. Ich habe mich verteidigt nach Paragraf 34 Strafgesetzbuch, rechtfertigender Notstand. Ja, und dann gab ein das andere und dann habe ich hinterher nur noch gemerkt, wo er dann halt sich nicht beruhigen ließ und dann dementsprechend gesagt hatte, von wegen, ich soll seine Frau in Ruhe lassen, hat sich das noch mehr verschärft und das Einzige, woran ich mich dann halt noch erinnern kann, war, dass irgendwie Pfefferspray gesprüht worden ist und dann konnte ich gar nichts mehr sehen, Atemreiz gehabt und alles. Jetzt bin ich für Sie da und... Da kenne ich gerade noch meinen Kugelschreiber. Nee? Ich habe nichts gesehen. Wissen Sie, das ist ein altes Erbstück. Sah zwar vielleicht nicht so aus, aber damit habe ich schon meinen Führerschein unterschrieben. Mein Ausbildungsvertrag bei der Polizei. Mein ersten Lottogewinn. Der ist ja dann alt. Ja, der sah aber gar nicht so alt aus. Aber gut. Der unter der Mappe oder so? Keine Ahnung, gut, suche ich nachher. Der hatte auf jeden Fall mehr drauf als so manch Eierkopf, den ich auf der Straße begegnet bin. Gut, wird sich anfinden. Was denn bei Ihnen jetzt passiert? Also Sie sehen beide aus, als kämen Sie gerade vom Preisboxen, ganz ehrlich. Herr Auring, jetzt haben Sie ja gerade eben schon so einen Paragraphen da ins Spiel gebracht. Sie wissen dann aber auch als Security-Mitarbeiter, dass Sie die Leute nicht einfach zur Wache bringen. Sie rufen dann an. Nee, ich habe dann. Dafür halt, ist die Polizei da. Richtig, ich habe dann halt gesagt, weil der Herr wollte zur Polizei, ich wollte zur Polizei. Okay. Und dann habe ich gesagt, dann können wir das direkt machen. Hier um die Ecke ist eine Polizeiwache. Ja, er ist dann halt mit seiner Frau hinter mir her. Wir haben gar keinen Kontakt gehabt. Ich bin vorgegangen. So, und wo wir uns jetzt hier getroffen haben, haben sie das selber mitgekriegt. Okay. Er ist dann also auch nicht berufen. Weil selber zuführen irgendwelchen Leuten der Wache dürfen sie nicht. Aber hat der sie beide in diesen Zustand versetzt? Ich meine, haben sie ihn auf die Nase bekommen, sie aufs Auge? Oder? Nee. Der hat irgendwie versucht, einen Kinderwagen zu greifen. Und ich, beim Kind bin ich, reagiere ich allergisch, auch wenn er eine Frau angreift. Ja. Somit habe ich versucht, ihn wegzuschubsen, bin irgendwie gegen ihn gekommen. Ja. Wollte er mir eine geben. Da habe ich mich gerade gebückt und hat aber meine Frau getroffen. Genau, weil ich bin dazwischen gegangen. Ich wollte ja nicht, dass die sich streiten oder dass irgendetwas passiert. Sie haben sich Rocky-mäßig geduckt. Richtig. Und die Frau stand dahinter und sie hat das Falsche. Dann habe ich die verteidigt. Sie haben auch sehr gerötete Augen. Ja. Ja, das ist meine Schuld. Und zwar wusste ich mir nicht anders zu helfen und habe das Pfefferspray benutzt. Und habe dann nicht nur die beiden Herren getroffen, sondern auch mich selber, wie man sieht. In diesem Fall liegt eine wechselseitige Körperverletzung vor, die Stefan Sindera gleich zu Papier bringen will. Vorher werden die Parteien erkennungsdienstlich behandelt. Auf dem Flur kommt es zu einem Wiedersehen. Ha! Der Max, ne? Kennt ihr euch? Ja, waren wir zusammen vor Gericht, ne? Was hast du gekriegt? Bewährung hast du gekriegt? Ja, 4 Monate. 4 Monate, sportlich. Die Kollegen haben mir den übergeben, hier Diebstahl im Einkaufszentrum. Nein, die habe ich nicht geklaut.
Nein. Du saßt da auf dem, du saßt in, auf der Anklagebank, hast gejammert wie so ein kleiner Schloss. Ja, ich habe die scheiß Uhr nicht geklaut. Ja, ja, ist klar. Abstand, ja. Wollte ich gerade sagen. Ja, na, ist jemand spitzer. Ja? Ja, also warum jemand, soll hey. Ich... Jo, Ruhe. Du sollst auf die Finger hauen, oder? So, jetzt gehst du mal da vorne in das Büro. Hast aber nicht gut erzogen, den jungen Mann. Ja, da haben die Eltern was verpasst. So, links rein. Herr Auring, kann ich Sie mal kurz bitten, draußen Platz zu nehmen? Dankeschön. Was soll ich denn jetzt wieder hier? Ist ja mein zweites Zuhause so langsam. Ja. Ohne, dass ich was zu machen habe. Ich brauche ja fast gar nichts mehr zu sagen. Du nimmst mir alles vorweg, genau. Ja. Wie oft hast du hier gesessen? Da können wir normalerweise ein Namensschild dran machen. Ja, ist ja, richtig. Lustig ist das nicht. Ja, ich weiß, es ist richtig. Ich habe mir auch oft selbst die Schuld gegeben, aber dieses Mal war ich es nicht. Wieso soll ich eine Uhr klauen? Ich habe 4 Monate Bewährung und wenn es rauskommt, dass ich es war, dann gehe ich in den Bau und darauf habe ich keinen Bock. Genau, so sieht's aus. Ja, und dann ist doch die logische Erklärung, dass ich es nicht war. Ja, aber wie kommen die Kollegen denn drauf, dass du das geklaut hast, beziehungsweise der Laden? Weiß ich nicht. Mein Rucksack war auf einmal auf. Und da drin war diese Uhr. Komisch, oder? Ja. Also du bist dann quasi einer der wenigen Menschen, den wird nichts aus dem Rucksack geklaut, sondern den wird was reingelegt. Möglich ist es. Junge, 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 Junge. Also ehrlich, ohne Scheiß, wen willst du verarschen? Niemanden. Ja. Pass auf, ich werde mal da bei dem Einkaufszentrum, ich guck mal, welcher Laden das war. Und die haben auch Videoauswertung. Ja. Ne, da kann man mal eine Videoauswertung machen und dann... Perfekt, bin ich sofort für. Bist du für? Bin ich dafür? Ja, weil, ja. Weil du so ein Unschuldslamm bist. Ja, oder? Richtig. Junge, Junge, erfasst. Junge, mit deiner steilen Karriere. So, hier, benimm dich. Hallo. Hallo. Hier, sitzt du, lauter Kind schläft, ne? Freunde der kleinen Gute-Nacht-Musik. Wo sind denn jetzt, Kerl und Kiste, mein Autoschlüssel und meine Handschuhe? Mitgenommen oder nicht? Nee, 100%ig nicht. Ich bin hier nur kurz raus und in der Annahme, dass Sie auf einer Polizeidienststelle, auf meinem eigenen Schreibtisch, meinem eigenen Büro, das nicht wegkommt. Sie saßen noch hier. Ich habe hier nichts liegen sehen, als ich wieder kam. Hallo, das lag hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit lag hier meine Handschuhe und der Autoschlüssel. Und davor lag meiner Meinung nach auch noch mein Kuli hier. Und mein Kuli, der wird mir jetzt eine interessante Geschichte erzählen. Hast du zufällig den Autoschlüssel vom Dienstwagen weggeholt hier? Nein, die lagen doch eben. Die hast du doch da hingelegt. Ja, klar habe ich das da hingelegt. Wer hat es doch wieder mitgenommen? Nein. Ich kam wieder und hier lag nichts. Machen wir ganz einfach mal einen kurzen Prozess. Dann müssen Sie mal Ihre Taschen leer machen. Ganz einfach. Machen Sie das bitte freiwillig, sonst durchsuche ich Sie. Sein muss. Hauen Sie mal alles hier auf den Tisch, was Sie da haben. Dabei stellen die Beamten fest, dass der Verdächtige mehrere Schichten übereinander trägt, die zum Teil mit Preisschildern versehen sind. Was macht das Kind? Ja, das schläft. Das Kind ist nämlich eine Puppe. Und guck mal hier, unser Streifenwagen. Also Sie beiden, Sie haben echt Eier, wirklich. Deine Respekt. Handschuhe. Nein, mein Kuli ist wieder da. Gott hab ihn selig. Kuli. Oh. Das ist ja ein Ding. Ich habe ja schon viel erlebt, aber was Sie jetzt hier abgerissen haben, also vor unseren Augen hier sich Sachen einzustecken, plus dazu alles aus dem Kaufhaus. Hier, was haben Sie da an? Designerschuhe. Wir haben hier nämlich eine Liste von dem Kaufhaus, was alles geklaut worden ist. Ach, guck mal, das ist interessant. Ja, das ist richtig geil. Was wird das? Um die Magnete abzumachen, bei den Klamotten, die Diebstahlsicherung abzumachen. Hältst du dran und dann... Das hast du mir geklaut. Finden Sie das lustig, oder was? Du beklaust selbst mich? Warum finden Sie das ungewöhnlich? Dass er mich beklaut? Ja, Sie haben ja hier gemeinschaftlich alles geklaut. Ach ja. Puppe, haben sich eine schöne Puppe ausgesucht. Ja. Ja, mein Mann hatte halt eine Idee. Für heute, an unserem Hochzeitstag. Dass er ihm ein paar schöne Geschenke macht, ohne zu bezahlen. Ja, das ist eine tolle Idee. Das war keine schöne Geschenke. Wir wollten eine Wette abschließen. Wir haben gesagt, komm, heute ist ein schöner Tag. Und haben gesagt, komm, geh mal ins Kaufhaus, der die besten oder die teuersten Sachen geklaut hat, hat gewonnen. Ja, und das haben wir halt die Idee gehabt. Die weitere Recherche ergibt, dass es sich bei dem Paar um vorbestrafte Kleptomanen handelt. Doch eine Frage brennt Polizeihauptkommissar Christian Reuter dennoch unter den Nägeln. Wir haben ja den Max hier draußen sitzen, der die Uhr, also zeitgleich ist der bei euch da oder mit euch dann quasi da aufgeschlagen. Kennt ihr den oder habt ihr mit dem zu tun oder wie ist die Uhr da bei dem in den Rucksack gekommen? Nein, ich kenne den nicht. Ich habe in einem Laden, weil ich etwas klauen wollte, habe ich halt einen jungen Herrn, Namen kann ich jetzt nicht sagen, ich nehme dann an, er ist das, halt eine Uhr
untergeschoben, damit, wenn er rausgeht, der Alarm ausgelöst wird und ich halt mit den Sachen rausgehen kann. Das ist ja schon hochprofessionell. Clever, clever. Ja, ja gut, da werde ich immer die frohe Kunde mitteilen. Ja? Das Paar muss sich wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls vor Gericht verantworten. Der vorbestrafte Jugendliche konnte natürlich entlassen werden.